Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Mit einer Resolution haben Teilnehmer des Deutschen Evangelischen Kirchentags gesetzliche Maßnahmen zur Eindämmung der Prostitution gefordert. Darin plädieren sie für die Einführung des nordischen Modells in Deutschland. Dieses entkriminalisiert Prostituierte und sieht eine Bestrafung all derer vor, die von sexueller Ausbeutung profitieren. Eingebracht hatten die Resolution der Verein Gemeinsam gegen Menschenhandel, das Bündnis Nordisches Modell und die Menschenrechts- und Frauenhilfsorganisation Solvodi. Frank Heinrich, der erste Vorsitzende von Gemeinsam gegen Menschenhandel, freute sich über mehr als 1600 Unterschriften. Die Jugendkammer der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche, kurz SELK, hat auf ihrer Frühjahrstagung eine Partnerschaft des kirchlichen Jugendwerks mit dem Aktionsbündnis United for Rescue beschlossen. Das Jugendwerk wolle die Anliegen des Bündnisses weiter in die Kirche und die Gemeinden tragen, etwa durch Informationsveranstaltungen und Seminare bei Jugendtreffen. Finanzielle Verpflichtungen seien mit der Bündnispartnerschaft nicht verbunden. United for Rescue entstand auf Initiative der EKD, war in der Vergangenheit aber auch in Kritik geraten, weil auf einem ihrer Schiffe, das dem Verein Sea-Watch zur Verfügung gestellt wurde, eine Flagge der antifaschistischen Aktion gehisst worden war. Auf den deutschen evangelischen Kirchentagen wird traditionell viel über Krieg und Frieden debattiert. So beschäftigten sich die Diskutanten in Nürnberg mit der Frage, ob die militärische Unterstützung für die Ukraine vertretbar und mit dem christlichen Glauben vereinbar sei. Matthias Clausen, Theologe und Buchautor, hat eine klare Meinung zum Thema. Natürlich endet auch ein solcher Krieg irgendwann mit Verhandlungen, aber die Verhandlungen haben nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn beide Seiten einsehen, dass militärisch nichts zu gewinnen ist, vor allem die russische Seite einsieht, dass sie das militärisch nicht gewinnen können und gerade deswegen braucht es Waffenlieferungen. Bei einem von außen aufgezwungenen Krieg dürfe man sich in Extremfällen wehren, wenn die Gewalt nicht anders eingedämmt werden könne, argumentiert Clausen. Grundsätzlich muss man sagen, dass Krieg natürlich nicht zur ursprünglich guten Schöpfung Gottes gehört, sondern Krieg ist eine Folge des Sündenfalls, also eine Folge davon, dass Menschen sich von Gott abwenden, streiten, neidisch sind und gegeneinander zu Felde ziehen. Auch im Alten Testament werde zwar von Kriegen berichtet, jedoch würden die Friedensvisionen Gottes in der Heiligen Schrift überwiegen, betont Clausen. Soweit die IDEA TV Nachrichten. IDEA wünscht Ihnen Gottes Segen. Tschüss und bis bald.